Was ist eigentlich aus dem E-Bike geworden, das ich im Sommer getestet habe? Meistens kommt es anders, als man denkt. Ich hatte gedacht, dass ich das Spazierengehen dem Radfahren immer vorziehen würde. Und ich hatte gedacht, dass ich Steigungen hasse. Okay, die hasse ich irgendwie immer noch, aber vielleicht ein bisschen weniger als noch vor ein paar Monaten. Eine ausführliche Tour zum UD3 von HNF Nikolai gibt es ja schon im ersten Video zu dem Rad. Schaut euch das am besten also vorher an. Was sich seitdem getan hat, wie ich das E-Bike-Fahren finde und warum eine integrierte Handy-Ladefunktion am Rad eine gute Idee ist, das erfahrt ihr heute. Das Rad, so wie ich es euch im ersten Video gezeigt habe, war ja nur eine von vielen Varianten für das UD3. Hier nochmal kurz die wichtigsten Eckdaten von meinem Aufbau. Das Rad ist ein Pedelec, läuft also mit elektrischer Unterstützung bis 25 km/h. Man kann natürlich schneller fahren, aber bekommt dann einfach keine Unterstützung mehr. Der Akku ist in den Rahmen integriert, aber herausnehmbar und kann also auch extern geladen werden und hat bei mir eine Reichweite von 80 bis 120 km, je nach Fahrweise. Der Motor ist von Bosch und hat vier verschiedene Unterstützungsstufen, von sehr dezent bis sportlich. Außerdem gibt es dazu eine stufenlose Schaltung von Enviolo und einige andere hochwertige Komponenten. Wie gesagt, Tour findet ihr hier oben. Eigentlich war das Rad für mich nur zum Testen gedacht, aber weil es mir so gut gefallen hat, ist es nun bei mir geblieben. Nachdem ich ein paar hundert Kilometer gefahren war und wir dann sehen konnten, wie ich das Rad tatsächlich im Alltag nutze, habe ich mich mit HNF Nikolai deshalb entschieden, noch ein paar Anpassungen vorzunehmen. Und nach ein paar Wochen des Vermissens und dann dem Versuch, das Rad episch für euch auszupacken, konnte ich die neuen Teile dann auch testen. Man weiß, man ist bei einem guten Hersteller, wenn man die Spanngurte, die man mitgeschickt hat, so wieder zurückbekommt. Erstens die Reifen. Ich war durchaus von mir selbst überrascht, dass ich schon nach kurzer Zeit nicht mehr die deutlich flachere, geteerte Strecke von mir zu meinem Freund fahren wollte, sondern lieber über den Berg und durch den Wald hechelte. Und ja, am Anfang war durchaus eine Menge Hecheln dabei. Jedenfalls bedeutete das auch, dass wir reifentechnisch noch ein bisschen was verbessern konnten. Ich hatte zwar im ersten Video die Reifen als Arounder beschrieben und das sind sie auch, aber da ich inzwischen hauptsächlich im Wald, auf Schotter und auf anderen fragwürdigen Untergründen unterwegs bin, sind diese Reifen hier wahrscheinlich besser geeignet. Ich habe deutlich mehr Grip als mit den anderen und weil das beim letzten Mal gefragt wurde, ja, ich habe das Rad wirklich auf Wegen mit 50% Steigung getestet. Das hat auch funktioniert. Ich kann nur nicht empfehlen, stehen zu bleiben. Wie ich beim letzten Mal schon gezeigt habe, wird das Rad zentral über einen Bordcomputer gesteuert, auf dem man die Stärke der elektrischen Unterstützung, Licht und so weiter einstellen kann. Außerdem werden da praktischerweise alle möglichen Daten angezeigt, von berechneter Restreichweite des Akkus bis zur gefahrenen Strecke und der Durchschnittsgeschwindigkeit. Für mich als Zahlen-Nerd natürlich ein Fest. Nur eine Sache hat mir gefehlt, was zur Folge hatte, dass ich, wie im ersten Video zu sehen, eine Weile lang mit einer Jogging-Handy-Hülle für den Oberarm am Rahmen gefahren bin. Die Navigation. Da der Lenker schon mit dem Bordcomputer belegt war, musste ich meine virtuelle Karte etwas ungünstig da unten platzieren. Mit besagtem Band oder auch mit einem Handy-Stativ und zwei Spannfix. Ja, das geht besser und deshalb habe ich jetzt das Smartphone-Hub, das man sich natürlich auch von Beginn an schon an das Rad schrauben lassen kann. Zu dem Hub gehört eine App, die jetzt zwar nicht die besten Bewertungen auf dem Planeten hat, ich konnte aber keine der Fehlfunktionen, die dort beschrieben wurden, feststellen. Bisher hat sie nur einmal das GPS-Signal verloren, was aber genauso gut am Handy liegen kann. Ansonsten funktioniert alles prima in der App. Hier habe ich jetzt alle gewohnten Funktionen plus die Navigationsfunktion, bei der ich zwischen mehreren Kartenanbietern und Modi wählen kann. Je nach Präferenz. Außerdem kann ich mir das aktuelle und prognostizierte Wetter anzeigen lassen, meine Aktivitäten aufzeichnen, Musik hören, Leute per Freisprechanlage anrufen und vieles mehr. Ich finde die Anzeige hier auch sehr gut und deutlich übersichtlicher als bei den meisten anderen Navigationssystemen, die ich kenne. Ich kann außerdem mit der mitgelieferten Steuerung während der Fahrt zwischen den Funktionen hin und her schalten, wenn ich außer der Navigation noch was anderes brauche. Und das Smartphone-Hub hat ein Ladekabel fürs Handy, so geht einem während der Fahrt nicht der Saft aus. Was nämlich blöd ist, wenn man eine längere Tour macht und die Karte nicht auswendig kennt. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt komme. Man kann das Hub auch ohne Handy verwenden, dann werden einfach die üblichen Funktionen und die Akkuladung in einem kleinen Display in der Mitte angezeigt.
Wenn man mal kurz bekannte Wege fährt, ist das ja auch absolut ausreichend. Mir gefällt am Smartphone Hub die große Anzeige. Ich zupfe manchmal gern ein bisschen an der Karte rum, um zu sehen, wie der Weg so weitergeht. Und das kann ich hier gut. Mit dieser neuen Ausrüstung konnte es jetzt zurück in den Wald gehen. Dort nutze ich meistens eine mittlere Unterstützung. Wenn es steil wird, dann auch mal gerne ein bisschen höher. Das Rad kann ruhig auch mal dreckig werden. Akku und Motor bleiben dabei gut geschützt. Höchstens die Oberfläche des Akkus hier oben nimmt Straßenstaub etwas schneller an. Hier muss man dann ein bisschen intensiver putzen. Nach 5 Monaten regelmäßiger Nutzung kann ich hier noch keinen Verschleiß feststellen. Die stufenlose Schaltung ist wunderbar, gerade im Wald. Wenn man unter Last fährt, sollte man beim Schalten kurz ein bisschen weniger treten. Aber ansonsten kann man einfach weiter strampeln, während man den Gang wechselt. Das finde ich sehr praktisch. Die Steuerung ist beim Smartphone Hub wie früher beim Bordcomputer gut platziert, sodass sie problemlos erreichbar ist, ohne dass ich den Griff am Lenker loslassen muss. Auf unebener Strecke ist das sehr wichtig. Willkommen zurück im Wald. Und während ich hier gerade die Wege unsicher mache, ist es doch eine gute Gelegenheit, euch nochmal im Detail zu zeigen, was zum Beispiel dieses Smartphone Hub eigentlich so alles kann. Das ist das gute Stück. Hier ist die Halterung und hier drin steckt jetzt mein Handy. Es passen alle gängigen Modelle, denke ich mal, rein, denn man kann hier vorne einfach aufziehen und das einspannen. Und es ist auch sehr fest, also egal, was für eine Strecke ich bisher gefahren bin, hier ist nichts verrutscht. Außerdem gibt es Anschlusskabel für alle gängigen Anschlüsse, in meinem Fall jetzt zum Beispiel den Lightning. Und hierüber wird das Handy dann während der Fahrt geladen. Was auch deshalb gut ist, weil ich nämlich dann in der Tour die Displayhelligkeit ein bisschen höher drehen kann. Je nachdem, wie das Tageslicht draußen ist, ist das manchmal nötig, sonst sieht man in der prallen Sonne einfach gar nichts von dem Navi. Deshalb ist es gut, dass ich hier Saft habe, dann hält das auch. Hier links sind die Anzeigen, wie ihr es schon vom Bordcomputer gewohnt seid, jetzt noch etwas größer und auch, finde ich, übersichtlicher angeordnet. Hier in der Mitte dann wahlweise die Durchschnittsgeschwindigkeit oder was man sich eben gerne anzeigen lassen möchte. Kontakte. Ich kann jetzt hier, wenn ich hier vorne Musik durchschalte, kann ich jetzt Fitness die einzelnen Navigation Funktionen Kontakte nutzen, je nachdem, was ich eben gerade möchte. Navigation. Meistens benutze ich eine Navigation. Man sieht hier den Kompass. Ich habe jetzt keine Strecke eingegeben. Wenn ich hier ein Ziel eingegeben hätte, würde man jetzt hier, wie ihr in den anderen Aufnahmen schon gesehen habt, eben die Zielführung sehen. Ich kann von oben drauf gucken. Ich kann die Karte aber auch so schräg machen, was ich immer im Wald ganz gut finde, weil man dann auch ein bisschen besser so die weitere Umgebung noch sieht. Durchschnittsgeschwindigkeit, Dauer, wie lange ich heute gefahren bin und die Strecke. Und hier kann ich umwechseln auf Wetter. Und hier wird jetzt schön angezeigt, wie die Prognose für die nächsten 15, 30, 45, 60 und so weiter Minuten ist. Und wie sich es tatsächlich anfühlt von der Temperatur, denn das ist ja manchmal ein bisschen was anderes. Dann gibt es hier alle möglichen anderen Funktionen noch. Also App stumm schalten zum Beispiel. Nicht jeder möchte bei der Navigation auch eine Stimme dazu haben. Und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge Dinge, die man hier machen kann. Und alles wird eben bequem gesteuert. Hierüber, hauptsächlich über diese Pfeiltasten. Und das hier ist, wie gehabt, die Einstellung der elektrischen Verstärkung, also mehr oder weniger. Und dann gibt es noch diesen Knopf in der Mitte und der führt einen zurück zur Karte. Wie gesagt, da ist jetzt aktuell nichts eingegeben. Normalerweise wäre dann hier eine blaue Zielführung. Aber hier kann man dann schön sehen, ob ich jetzt von oben oder von der Seite auf die Karte blicke, wo ich gerade bin und wo ich hin möchte. Und das sind jetzt die neuen Reifen. Ihr seht schon, da ist viel mehr Profil drauf als auf den anderen. Ich fahre mit denen also auch auf den Waldwegen hier sehr gut. Ach ja, ich hatte euch ja beim letzten Mal noch die Shooting-Fotos versprochen. Die zeige ich euch jetzt. Im Frühling haben wir nämlich für den Blog von HNF Nikolai einige Fotos mit dem Rad in Stuttgart gemacht. Ich bin ehrlich gesagt im Nachhinein ziemlich froh, dass ich mein Bike so früh bekommen habe, denn inzwischen gibt es bei HNF und bei vielen anderen E-Bike-Herstellern schon Wartezeiten, weil alle in der Pandemie offensichtlich heiß auf ein neues alternatives Verkehrsmittel sind. Noch ein Grund mehr, meins nicht mehr herzugeben. Es stellt sich an dieser Stelle vielleicht die Gretchenfrage. Kann ein durchaus schwergewichtiges E-Bike denn überhaupt ein Mountainbike sein? Ich als Laie im Mountainbike-Fahren würde sagen, jein. Wenn ich einfach nur ein Mountainbike möchte, kaufe ich mir wahrscheinlich ein deutlich leichteres, fürs Mountainbiken optimiertes Rad. Aber für Nutzer wie mich, die beim Radfahren gerne ein bisschen was von allem machen, sich aber nicht 3 verschiedene Räder anschaffen wollen, ist es so ideal. Es heißt nicht umsonst UD3 All-Terrain. Ich kann mit dem Umbau jetzt Schotterpisten und Abhänge fahren, aber auch Ausflüge, Pendelstrecken und Einkaufstouren. Ich habe weiterhin kein eigenes Auto, weil ich mit dem vielseitigen Rad, der elektrischen Unterstützung und gegebenenfalls auch mal den öffentlichen Verkehrsmitteln fast alles bewältigen kann.
und neuerdings eben auch die heimischen Steilhänge. Ich denke, die Tatsache, dass meine Mutter mir als Wink mit dem Zaunpfahl zum Geburtstag einen Radreiniger geschenkt hat, sagt schon viel über das Verhältnis zwischen mir und meinem neuen Gefährt. Ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt und das ist für niemanden erstaunlicher als für mich selbst. Ich pendle jetzt mit dem Rad zu meinem Freund statt mit dem Auto oder dem Bus. Ich kreuze zum Unterzeichnen meines Rentenvertrags verschwitzt und mit zwei Satteltaschen auf. Und dieser nerdige Drang, jeden Waldweg mindestens einmal befahren zu müssen, bringt mich dazu, immer neue Routen auszuprobieren. Auch solche, die eigentlich schon zu Fuß zu steil sind. Ich bin durch das Rad jetzt nicht plötzlich jeden Tag am Strampeln. Ich mache auch immer noch gern meine Spaziergänge. Und an einem ruhigen Arbeitstag ist das fürs Abschalten für mich auch absolut ausreichend. Aber das Radfahren bereichert meinen Alltag um genau diese Portion Sport, die eben nötig ist. Klar, dazu braucht man streng genommen natürlich keinen elektrischen Antrieb. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, fahren die meisten, mich eingeschlossen, nicht mit ihrem Wochenendgepäck 40 Minuten mit dem Rad über einen Berg ohne elektrische Unterstützung. Und das jede Woche. Es ist kein Zufall, dass E-Bikes aktuell so beliebt sind. Das E-Bike holt mich eben genau dort ab, wo der Wille eigentlich noch nicht aufhört, aber meine Faulheit eben beginnt. Der schlage ich hiermit ein Schnippchen und das auch nach 6 Monaten noch mit dem größten Vergnügen. Das war's mit meinem zweiten Eindruck vom UD3 von HNF Nikolai. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wurdet nicht allzu sehr von meiner etwas erkältungsgeschwächten Stimme abgelenkt. Das erste Video aus der Reihe findet ihr, wie gesagt, hier oben und da werden sicherlich einige von den Fragen, die jetzt heute offen geblieben sind, schon beantwortet. Ich wünsche euch auf jeden Fall, falls ihr auch viel mit dem Rad unterwegs seid, jetzt erstmal eine allzeit gute Fahrt und wir sehen uns nächsten oder übernächsten Samstag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao!